Werder als erster Club mit einer Trainerin. Wenn es einen Bundesliga-Verein gibt, der eine weibliche Cheftrainerin bekommt, könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass es Werder Bremen ist. Baumann findet, dass Marie-Louise Ether eine interessante Trainerin ist. Sie war bei uns als U15-Trainerin angestellt und hat eine hohe Fachkompetenz. Ich traue ihr zu, im männlichen Bereich höherklassig zu trainieren.